Hallo, grüße dich. Heute in diesem Video geht es um das Thema Datenstrukturen kategorisieren. Also, du brauchst dafür, du kannst es auf dem Excel-Sheet abbilden, bei kleineren Datenmengen, du kannst es aber auch in einem CRM machen. Und wichtig ist nur, es kann ein CRM sein, das kann Pipedrive sein, ja, das kann HubSpot sein. Also in den zwei CRMs kenne ich mich recht gut aus. Wo ich auch schon mitgearbeitet habe, ist Salesforce und das SAP CRM. Also, diese sind die wichtigen Punkte diesbezüglich. Und du hast letztendlich unterschiedliche Möglichkeiten in unterschiedlichen CRMs. Ja? Aber letztendlich geht es immer darum, deine Daten zu kategorisieren. Und du brauchst einen Punkt, eine Möglichkeit, und das ist der Lead-Status. Ja. Du brauchst den nächsten Punkt, das ist der Kontaktstatus. Die meisten gehen immer nur davon aus, naja, jeder Kontakt war, ist ein Lead so ungefähr. Ne? Also das Thema. Also das Wort Lead wird meiner Meinung nach viel zu häufig missbraucht, ja, für alle möglichen Begriffe. Lead ist nicht gleich Lead. Ja. Da sollte man immer noch ein bisschen genauer dahinter schauen, okay, was ist eigentlich Leads? Was ist ein Lead? Ja. Wenn ich jetzt jemanden dann auf der Messe treffe, die Hand schüttle, ist das schon ein Lead? Ja. Oder erst wenn ich es in den Kontaktdaten in meinem Handy drin habe, ist dann ein Lead. Oder. Ja. Kontaktstatus kann natürlich auch sein, dass ich sehr guten Kontakt recherchiert habe, per Telefon, per ja, Internetrecherche. Das heißt, ich habe einfach mich durchgefragt, ich habe also herausgefunden, okay, wer ist der Entscheider für irgendein Projekt? Ja, und habe mit ihm noch gar nicht selber gesprochen. Aber auch das ist ja schon ein Schritt weiter in die richtige Richtung. Das heißt, auch ein Kontaktstatus kann sehr, sehr hilfreich sein. Ja, dann Organisationsstatus, ja, also die Orga, ja, und der Status der Organisation. Denn, ja, sind wir mal ganz ehrlich, Entscheiderkontakte, na, die rotieren, die wechseln eine Rolle innerhalb des Unternehmens, die wechseln die Unternehmen immer häufiger und so weiter. Dieses ganze Thema Recruitment, Social Recruitment, ist ja eine Wahnsinnswelle, die da vorgeht. Und die leben ja davon, dass die Leute sich ständig einen neuen Job suchen, so ungefähr. Also es ist wirklich krass. Das heißt, hier nochmal den Orga-Status. Also was ist denn der Status der Organisation? Ja, zum Beispiel, ja, wie ticken, wie ist die Kultur, Culture, ja. Wie ist die Kultur der Geschäftsführung? Das ist ganz, ganz wichtig. Kultur der GF, jetzt habe ich da wirklich nur rumgeschmiert, ja. Ja, ganz, ganz wichtig, die Kultur der GF. Also, wie tickt die GF? Geschäftsführung, die Inhaber, wenn die sozusagen mal so quasi noch in der Steinzeit leben, aber irgendwann kommen vielleicht Junge nach und plötzlich ändert sich alles. Ne? All diese Dinger müssen wir hier festhalten. Also, wenn du noch mehr Fragen dazu hast, dann bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch und ich habe zum Thema Angebot, hier findest du ein Video zum Thema Angebot und hier findest du ein Video zum Thema Remarketing. Ja? Und dann wünsche ich dir viel Erfolg. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.